Hallo Leute und willkommen zurück. Wir sind hier, wo anscheinend Mr. Sanderson sich das Leben genommen hat. Ich glaube, das hat er damit gemeint, als er sagte, dass er gehen würde. Okay. Wir gucken mal mit Larry, ob wir hier irgendwas machen können. Herman, was zum Teufel ist mit dir passiert? Du siehst furchtbar aus, Alter. Das hatte ich dir auch sagen können. Wie hast du... Moment, wieso bist du hier? Aus demselben Grund wie du. Tot. Nein, ich meine, warum bist du in diesem Raum? Die Geister sollten an den Ort ihres Todes verbannt sein. Sandy sollte hier sein, aber es ist zu spät. Ich war zu spät. Sie ist weg. All die alten Seelen wurden assimiliert. Rosenberg hat den Bann gebrochen, der mich im Baumhaus festgehalten hat. Ich bin mir nicht sicher. Weißt du, was mit den anderen Geistern passiert ist? Hat das was mit dem Kult zu tun? Das macht jetzt keinen Unterschied. Nichts macht mehr einen. Ich muss nur hier warten, bis es mich auch nimmt. Diesem Schicksal kann keiner von uns entrinnen. Es ist noch nicht zu spät. Cell wird es aufhalten und ich werde ihm dabei helfen. Ihr vergeudet eure Zeit. Okay, wartet noch mal kurz. Okay. Jahrhundert 4. Wow, okay. Okay, hier kann ich jetzt nicht so viel machen. Deswegen gehen wir mal mit Cell rüber. Okay, ist das mit der Kamera? Aber sonst nichts weiter. Okay. Ich würde sagen, wir gehen wieder ins Tiefe. Ist das Sarah? Oh, oh. Ja, vielleicht das Beste, das wir sie erstmal machen. Studenten. Ich nehme an, das müssen wir drüben wieder einstellen. Wie David das sagt. Oder müssen dann mit Larry mal gucken kommen. Sally Face, schön dich zu sehen. Hallo Cell, was passiert? Willkommen, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich kann nicht lange hierbleiben, ich bin da gerade mit einer Sache beschäftigt, aber es tut gut, euch alle zu sehen. Geht's euch gut? Uns geht's prima, Kumpel, alles in Ordnung. Du solltest bleiben, Cell. Ja, am besten wäre es, wenn du hierbleiben würdest. Es hat keinen Sinn, dagegen anzukämpfen, mein Freund. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Alles ist toll. Keine Angst, Cell, du wirst schon sehen. Okay. Lass uns mal kurz zu Larry wechseln. Oh, ich kann hier lang gehen. Ach, scheiße. Ich hab gedacht, das geht nicht. Oh, was ist das? Ach, scheiße. Ach, Leute. Ich hab gedacht, der Raum geht nicht weiter. Kann mit Cell nicht mehr hoch, ne? Ach, Kacke, Leute. Wenn ich jetzt nochmal stoppe und nochmal starte... Wisst ihr, was ich meine? Ob wir dann nochmal dort oben sichern? Wir haben halt Pech gehabt, würde ich sagen. Das macht viel mehr, dass ihr Bock drauf habt,
das Ganze selber auch nochmal zu spielen. Aber ich ärgere mich mega. Okay. Okay. Dann gehen wir erstmal mit David reden. Ach, das ärgert mich, Leute. Das war echt doof von mir. Ist hier? Nee, ich dachte, das ist das Bild. Wir müssen tiefer blicken. Oh, ich musste gehen, Entschuldigung. Mehr als nur die Qual des Lebens sehen, den Grund aller Dinge sehen. Daran liegt hier unsere Lösung. Müssen tiefer blicken. Kann man dem nicht vorbei? Welcher Sender? Wir müssen tiefer blicken. Der klingt gut. Ich gehe mal schnell rüber zu denen. Habe ich nicht auch eine? Hier. Okay. Aber was ist mit David? Chuck, wie fühlst du dich, Kumpel? Ja, das ist noch etwas in der Luft. Oh, weil ich so viel reden muss, muss ich ständig gehen. Das ist noch etwas in der Luft, aber es wird sich bald schon auflösen. What? Ja, behalt einfach nur Soda im Auge, okay? Soda? Deine Tochter, erinnerst du dich an sie? Sie sitzt direkt neben dir. Die bewegenden Dinger sprachen im kryptischen Geflüster. Okay, ich kann Soda selbst nicht ansprechen. Wir gucken mal mit Larry. Oh, guck mal dir das Einhorn-Ding. Okay, ich habe das böse Ding geklaut jetzt. Aber warum? Kann ich den Fernseher irgendwie? Nee. Diese bewegenden Dinger sprachen im kryptischen Geflüster. Okay. Geh mal ins Zweite. Ist zu. Hier ist gar keine Tür. Kann ich hier? Okay. Kann aber nicht durch. Kann ich sie ja irgendwie benutzen? Dieses gruselige Pony war bei Sodas Sachen. Ich glaube aber nicht, dass es ihr gehört.
Okay. Oder wartet. Okay, ich habe gedacht, die Tür taucht eventuell auf. Aber ich glaube... Ich glaube, dass wir dieses Mal wirklich fertig sind auf der Etage. Okay. Dann runter mit uns. Okay. Das Bad ist zu. Was ist mit denen? Vor dem Licht war Finsternis und sonst nichts. Okay. Okay, ist was im Bad. Ich mag das Prinzip, aber ich ärgere mich übelst, dass wir oben das nicht gesehen haben. Da schwimmt etwas in der Toilette. Ich denke, ich sollte... Was hast du denn? Einen ekligen Schlüssel? Okay. Hier ist der Schacht, ne? Schlafzimmer Nummer 2. Okay, ich glaube, hier ist nichts. Huch. Okay, vielleicht müssen wir mit Larry auch nicht hier hin, sondern mit Sal. Denke ich zumindest gerade. Damit haben wir jetzt ja beide Türen aufgeschlossen. Okay. Den beiden geht's trotzdem scheiße. Ich guck bloß nochmal schnell hier hin, ob noch irgendwas war. Aber ist nicht. Sie sagt immer noch das Gleiche. Und die andere Tür, da hatte ich ja noch gar nicht gesehen, dass wir da nicht reinkommen. Packerton, okay. Hier sieht es alles beim Alten mäßig aus. Kam Larry ja nicht rein. Aber warum kommen wir hier nochmal her? Dass ich nochmal die Option hätte, die VHS zu holen und oben kommen wir nicht nochmal hin. Doch mega ärgerlich. Irgendwas habe ich übersehen. Oder? Kann man schon? Nee, man kann auch nicht. Okay, was habe ich übersehen? Wohnung von Todds Eltern. Wir gehen nochmal hier rein. Kann nur verlassen.
Kann nichts an den Bildern machen. Kann weder mit denen interagieren, noch kann ich was tun. Ich habe das aufgemacht, das Badezimmer. Da war ein Schlüssel drin. Ich kann mir vorstellen, dass das Badezimmer so gar nichts anderem mehr sinnvoll ist. Okay. Also muss ja in der Packerton-Wohnung noch irgendwas sein. Aber was? Kam ich irgendwo? Hier kann ich nicht mit interagieren. Passiert auch nichts, wenn ich das Zeug hole. Kam ich hier irgendwo erst nicht rein? Doch, ich kam doch bei der Packerton überall rein als Larry, oder? Jetzt die zweite Tür da. Okay. Okay. Ach, falsche Richtung. Habe ich es in der letzten Sekunde nicht geschafft? Das ist doch blöd. Dann nochmal. So, das. Das. Okay. 203 ist zu. 204. Okay. Okay. Nix für uns. Hier vorne ist keine Tür. Mega dunkel. Hier ist auf dem Boden. Okay. Halt, ich habe eine Idee. Muss ich hier den verwenden? Okay, sehe ich als Sally jetzt hier mehr? Ein Tape! Okay. Oh nein! Oh nein, das sind bestimmt die zwei Räume, die wir verpasst haben. Die, genau die zwei Tapes. Ach scheiße, Leute. Wieso quälen sie uns nur so? Die entwischen uns, diese dreckigen, verdammten Schweine. Sie sind nur Drecksäue zu den Füßen Gottes. Tierkadaver, die auf ihren Klauen kriechen und durch den Schmutz huschen und alles durcheinander bringen. Immer müssen sie alles verändern. Wir werden jedes erbärmliche Molekül ihres Daseins vernichten. Okay. Scheiße. Okay. Ich sehe jetzt Larry die Tür nicht, ne? Sonst hätte ich versucht. Den Schlüssel? Wir haben ja noch einen Schlüssel. Von 201. Warum haben wir den noch? Ich glaube, dass wir weitergehen können. Aber liebe Leute, ich sehe auch gerade, dass wir gleich schon wieder bei 20 Minuten angekommen sind. Deswegen ärgern wir uns nochmal, dass wir diese zwei anderen Tapes jetzt nicht haben. Das kotzt mich richtig an, ne? Da der Sprung jetzt vom letzten Tape, was Brücke, glaube ich, war, zu Wut ziemlich hoch war. Ich meine, wir haben schon bei Brücke gesehen, dass die,
dass sie mehr Adern oder irgendwelche Sachen im Gesicht hat. Oder vielleicht war es auch diese schwarze, schleimige Masse, die hier rumkriecht. Und dass sie halt schon viel wütender war, aber bei Wut war sie halt natürlich noch mal krasser drauf. Aber es ist trotzdem schade, dass wir diesen Verlauf nicht weiter gesehen haben. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin echt gespannt, wie es in der nächsten Episode weitergeht. Und wir gucken dann mal, was uns jetzt hier noch so erwartet. Also bis dann. Tschüss.